like me better. I like me better when I'm Hallo ihr Lieben und endlich wieder ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal und zu einem neuen Video. Dieses Video wird ein ganz kurzes und knappes Laber-Video, warum jetzt in letzter Zeit so wenig Videos online kamen. Ich weiß, den meisten ist es vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber zuallererst, wir haben ein neues Intro. Wie findet ihr das Intro? Kommentiert es in den Kommentaren. Das hat eine ganz liebe Zuschauerin für mich gemacht. Falls ihr das siehst, Dankeschön. Warum keine Videos kamen, haben mich schon ein paar Leute auf Instagram gefragt, deswegen wollte ich das ganz kurz beantworten. Und zwar, ich hatte schlicht und ergreifend einfach keine Zeit. Wie ihr sicher wisst, mache ich YouTube erst seit 5,5, 6 Monaten und habe schon über 65 Videos hochgeladen, was bedeutet, dass ich sehr viel in kürzester Zeit produziert habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die aufwendigsten Videos oder so gemacht habe, aber zum Bearbeiten und Schneiden braucht man ja trotzdem schon mal 1, 2, 3 Stunden. Und ganz ehrlich, wenn man 6 bis 8 Stunden arbeiten geht, 2 bis 4 Stunden im Stall ist, ab und zu noch mal schläft, dann ist es irgendwie sehr schwierig, das mit YouTube noch unter einen Hut zu bekommen. Ich ganz großen Respekt an die Leute, die das professioneller machen als ich und trotzdem Vollzeit arbeiten. Zum Beispiel die Anna vom Geronimo. Krass, wie du das machst, was du für einen krassen Content produzierst, obwohl du halt arbeiten gehst und noch beim Geronimo bist und noch ein Nebengewerbe hast mit den T-Shirts. Ja, nur mir fällt es sehr schwer, weil bei mir ist es so, wenn ich einmal so erschöpft bin, dann zieht sich das sehr, sehr lange. Dann brauche ich echt sehr, sehr viel Ruhe und sehr, sehr viel Schlaf. Und gerade bei meinem Job fällt mir das so unglaublich schwer, weil ich auch nie 2 Tage aneinander frei habe. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht mich beschweren über meinen Job, meckern oder sagen, ja, mir ist es zu viel mit dem Pferd oder so. Das will ich gar nicht erreichen mit dem Video. Ich wollte euch nur sagen, dass alles in Ordnung ist, dass es mir gut geht. Soraya geht es wunderbar im neuen Stall. Wir machen so, so Fortschritte. Ich kann euch ja ganz kurz noch ein kleines Update hinterherhängen. Wir haben nächste Woche unsere allererste Springstunde, hatten jetzt schon 3 oder 4 Mal Dressurunterricht und sie läuft so gut. Kein Vergleich zum alten Stall. Wir haben zwar kleine Probleme auf der linken Hand mit dem Angaloppieren und ein bisschen mit der Stellung. Ich stelle sie mal eher schief als gerade, weil sie die Anlehnung auf der linken Hand nicht so sehr mag als auf der rechten. Daran arbeiten wir momentan. Und ich bin einfach nur froh, dass es ihr gut geht, gesundheitlich, dass sie sich super eingelebt hat, ihr Futter frisst und glücklich auf dem Paddock ist und mit anderen Pferden jetzt auch zurechtkommt. Und ich freue mich mega, wenn die Weidesaison losgeht. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid erholt. Und ich sehe vielleicht jetzt schon wieder gerade müde aus, weil ich war arbeiten. Ich war schon bei Soraya und morgen früh geht es weiter mit dem Arbeiten. Ich habe eine Schulung. Und dann habe ich Mittwoch endlich mal frei. Und Leute, es gibt ein Haul. Das nächste Video wird ein Haul. Weil ich habe bei Krämer was bestellt, bei Löstau, bei eBay Kleinanzeigen und bei Kleiderkreisel, glaube ich noch. Weil ich finde, ganz ehrlich, es ist voll in Ordnung, gebrauchte Sachen zu kaufen, gerade für den Reitsport, wo eh alles dreckig und gebraucht wird. Und ja, ich habe euch alle ganz so lieb. Danke für die Leute, die neu dazugekommen sind. Ich bin Nina. Eigentlich gibt es hier regelmäßig Videos auf dem Kanal. Mindestens 1. Eigentlich aber 2 die Woche. Ich bin auch ganz froh, dass ich noch keine festen Videotage habe, weil ich will mich nicht so stressen, was Video hochladen angeht. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr feste Videotage haben wollt, aber die meisten haben gesagt, nein, lad einfach hoch, wann du Lust und Laune hast. Ich glaube, ich habe schon viel zu viel gelabert. Folgt uns auf Instagram, @ninashorsepage. Erster Link in der Infobox, beziehungsweise letzter Link in der Infobox. Wie gesagt, habe euch ganz doll lieb. Bleibt uns treu, abonniert gleich am Ende des Videos und wir sehen uns bei unserem Haul. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr gegrüßt werden wollt. Tschüss!